Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch das Päckchen von der lieben Cherry Nail 1 zeigen. Das war wirklich ein hammer geiles Päckchen. Also ich glaube, so ein fettes Päckchen habe ich noch nie in meinem Leben bekommen. Da waren wirklich so hammermäßig viele und verdammt tolle Sachen drinnen. Das war wirklich, wow, ich war richtig geflasht. Also ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass da so viele tolle Sachen drinnen sind. Und alles war so süß verpackt und so Säckchen und so. Oh, wirklich vielen lieben Dank, liebe Cherry Nail 1. Ich habe mich wirklich Bombe drüber gefreut und ich habe heute auch schon Sachen für dich gekauft, die ich dir dafür schicken möchte, weil du hast mir wirklich so viele tolle Sachen geschickt. Das war wirklich Wahnsinn. Und ja, am besten ich zeige es euch ganz einfach mal. In dem Paket waren immer so kleine Säckchen drinnen und in den Säckchen waren dann jeweils Sachen verpackt und die möchte ich euch jetzt zeigen. Beginnen wir mal mit diesen Säckchen hier. Da war drinnen einmal von der Cute as Hell Limited Edition, der Lidschatten in der Farbe 03, Not Just Cute. Ich habe sie gebeten, mir den nochmal zu schicken, weil ich den total gerne mag und der bei mir schon langsam sich dem Ende zuneigt. Also ich denke, die Hälfte davon habe ich schon aufgebraucht und der ist ja limitiert und bei uns gibt es den nicht. Und sie war so nett, mir den nochmal zuzuschicken. Ich finde den wirklich so toll. Und ja, vielen lieben Dank dafür. Dann hat sie mir geschickt, worüber ich mich so hammer gefreut habe, von der Essence Nail Art Collection, diese Früchte. Bei den meisten gab es die ja nicht mehr und sie hat mir die jetzt einmal ergattern können und ich finde die so süß. Ich hoffe, sie gehen nie leer. Ich hoffe, ich traue sie mich überhaupt verwenden, weil die sind wirklich so süß. Schaut mal. Es sind richtig viele kleine Früchtchen, die man auf den Nägel geben kann. Total süß. Danke. Und da haben wir noch drinnen, ich glaube, das ist der Fashionista Limited Edition, ich bin mir nicht sicher, dieser Lidschatten. In so einem dunkelblau, das ist die Farbe 29 Freestyle. Kann ich euch mal schnell swatchen? Ups. So sieht die aus. So ein dunkles Blau, Kobaltblau eher. Ja. So. Dann gehen wir weiter zum nächsten Säckchen. Also dieses hier. Zwei Nagellacke von der Nail Art Collection von Essence. Und zwar diese beiden lilanen. Total hübsch. Einfach nur total hübsch. Das sind die. Das ist 05 Joe und das ist 05 Victory. Das sind total hübsch. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die auszuprobieren. Hab die erst gestern bekommen, aber ich finde die so hübsch. Wirklich, ich liebe diese Glittertoppe von Essence. Ich kann gar nicht genug davon haben. Dankeschön. Und dann war noch drinnen dieser P2 Matte Victim Top Coat. Den habe ich jetzt aber auch noch nicht ausprobiert. Ich liebe Nagellacke. So, dann war drinnen, nächstes Säckchen. Ich glaube, das wird sich gar nicht alles in einem Video ausgehen, so viel wie sie mir geschickt hat. Das war wirklich Bombe. Also, dann war drinnen so eine Kette mit so einer Masche drauf. Total süß. Und so eine von SIX, so eine Werbung halt. Und ja, das wo die Kette drauf war. So. Dann geht es weiter. Hier waren drinnen einmal so ein blaues Nagelglitter. Dann ein grünes Nagelglitter. Und ein weißes Glitter von Black Onyx. Ich mag die Black Onyx Glitter total gerne. Ich habe die schon urleer gemacht, alle, also zur Hälfte oder so. Die sind echt cool. Also ich glaube, nach diesem Päckchen bin ich wirklich mit Nagelglitter eingedeckt. Wirklich total toll. Dann war hier auch noch Sachen drin. Und zwar einmal dieses Nagelpiercing-Set. Da habe ich sie gebeten, dass sie mir das schickt, nicht für mich, weil ich kann das in Arbeit nicht tragen und da würde ich alles mögliche aufreißen damit. Aber für die liebe Sarah. Und liebe Sarah, wenn du dieses Video siehst, hier ist der Nagelpiercing-Set. Die Sarah ist übrigens die Lady Likes 1, verlinke ich euch auch in der Infobox. Mit der werde ich mich nächste Woche treffen und ihr dieses Nagelpiercing-Set übergeben. Also hier siehst du schon mal. Ja. Okay. Also danke auch, dass du mir das geschickt hast. Dann hat sie mir geschickt zwei von diesen Cute as Hell Stempelstiften. Das ist jetzt meiner, die anderen beiden habe ich schon angebracht. Weil bei mir in der Klasse die Mädels, die wollen unbedingt alle diese Stempelstift haben. Und jetzt habe ich halt ein paar Leute gebeten, mir die noch zu schicken, wenn sie noch gibt, weil bei uns gibt es die ja nicht. Und ja, ihr wisst schon. Dann war drinnen
dieser urgeile Lippenstift in der Farbe 010 Rodeo Drive. Und der ist so, so toll. Ich hatte den heute in der Schule mit und schon wirklich alle wieder, hey, woher kommt der? Und der ist so schön. Und ja, also ich kann ihm auf die Lippen geben. Ist so ein ganz, ganz schöner Nude-Lippenstift. Gefällt mir total gut und die Aufmachung ist toll und ich liebe den. Der ist so toll. Vielen Dank dafür. Dann war drinnen von Essence dieser Nail Art Pen in Schwarz. Ich habe den jetzt noch nicht ausprobiert, aber vielen Dank, dass du mir den geschickt hast. Dann kommt die zwei dieser urgeile Lack in der Farbe 222 Artful. Den habe ich schon auf den Nägeln. Und zwar der hier. Der ist total, total hübsch. Vielen Dank dafür. Und diesen Freestyle Tip Painter in diesem Glitzersilber. Ist auch total hübsch. Das ist die Farbe 01 Silver Sparkle. So, dann war drinnen eine süße Karte von ihr. Dankeschön. Und dann war hier ein Säckchen drinnen, wo ganz, ganz viele so kleine verschiedene Nagelbücher drinnen sind. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, euch die alle einzeln zu zeigen. Aber wie ihr seht, wirklich ganz, ganz viele Nagelglitterdöschen. Und in jedem was anderes drinnen. Also alles Mögliche in verschiedenen Formen und keine Ahnung was alles. Also da hat sie wirklich ganz, ganz viel aufgelegt. Ihr seht, und das ist wirklich voll mit ganz, ganz vielen so kleinen Nagelglitterdöschen. Also da bin ich jetzt wirklich eingedeckt damit. Danke, danke, danke. Total süß von dir. Danke, das war jetzt mit diesem Päckchen. Das sind zwei Glitterpigmente drinnen enthalten. Da sind da zwei so Nagelglitters drinnen. Einmal so ein lilanes und einmal ein magentafarbenes. Auch total hübsch. Und dann geht es weiter, was sie wirklich die Oberbombe war mit diesem Säckchen hier. Da war drinnen so ein Sackerl, wo sie alle möglichen verschiedenen Nagelsticker von sich reingepackt hat. So ausgeschnitten und so. Sie hat geschrieben, sie war mal Nageldesignerin. Also da ist wirklich alles Mögliche drinnen. Ich glaube, wenn ich das alles einzeln zeigen würde, würde das den Rahmen sprengen, aber das sind wirklich die süßesten Sachen dabei. Beispielsweise, was ich ja total süß fand, sind diese Betty Boo Sticker hier. Also einfach total süß, total cool. Da war wirklich alles Mögliche an Stickern drinnen. Und ich habe auch hier schon Blümchen auf die Nägel geklebt davon. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank. Da war es sicher total viel Mühe, das alles zusammenzusuchen, dass du mir das alles schickst und so. Ich finde es wirklich total lieb von dir. Dann waren drinnen alle möglichen Arten aus solchen verschiedenen Nagelringen. Mal in Gold, mal in Rot, mal in Schwarz. Und dann noch Glitterabfüllungen von Magentafarben und von Grün. Dann noch in so einem Kupferton, in Gold, in Türkis, das ist total hübsch. Und dann nochmal so Ringe in Orange, in Rosa, in Weiß, in Pink und nochmal in Gold und noch so ein magentafarbenes Glitter. Also wirklich ganz, ganz hammertoll, mega viele tolle Sachen. Danke, danke, danke. Ich kann mich wirklich gar nicht oft genug dafür bedanken, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, das alles mir zu schicken. Und Dankeschön. Und dann noch dieser Alverde Gel alleine, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Den habe ich jetzt auch schon auf den Augen. Und ich liebe diesen Gel alleine. Ich hätte den so gerne auch wieder in Schwarz, weil es bei mir leider damals vertrocknet. Aber der ist so toll zum Auftragen einfach und der haltet gut. Und die Konsistenz ist jetzt noch cremiger als früher, habe ich den Eindruck, als ich den letzten hatte. Also der ist wirklich total toll. Also das ist jetzt der Lila, ne? Und wow, der war so toll zum Auftragen. Man kann so gut mit diesem Pinsel, den sie mir übrigens auch geschickt hat, arbeiten. Und wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also die hat sie mir auch geschickt. Und den Alverde Gel alleine, ich kann euch wirklich empfehlen. Ich hoffe, der neue vertrocknet jetzt nicht so schnell wie der alte. Aber vom Auftrag und von der Haltbarkeit her ist er wirklich top. Also allen in allem muss ich mich wirklich, wirklich herzlich für dieses tolle Päckchen bedanken. Das ist echt hammer, hammer, hammer toll. Ich kann mich jetzt nicht 100.000 Mal bedanken, weil die Zeit läuft nämlich schon davon. Und ich möchte nicht zwei Teile machen, weil jetzt habe ich so schön einen Teil zusammengebracht. Wirklich vielen, 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 vielen lieben Dank für die ganzen tollen Sachen. Das ist echt das hammerfetteste Päckchen, was ich jemals bekommen habe. Danke, 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 danke und danke nochmal.
Okay, meine Lieben, dann könnt ihr mir sagen, wie ihr die Sachen findet und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!